Wir hatten bereits im Zusammenhang mit der Engelkurve und auch im Zusammenhang mit den Lageparametern der Nachfragefunktion die Fälle unterschieden, dass eine Erhöhung des Einkommens zu einer Steigerung der nachgefragten Menge des betrachteten Gutes führen kann, dann von einem superioren Gut gesprochen, beziehungsweise zu einer Verringerung der nachgefragten Menge des betrachteten Gutes führen kann. Dann hatten wir von einem inferioren Gut gesprochen. Nun möchte ich diese Steigerung bzw. Verringerung auch vielleicht in ihrer Stärke, in ihrer Ausprägung darstellen. Und dazu eignet sich wieder eine Elastizität, in diesem Falle dann die Einkommenselastizität der Nachfrage. Als Elastizität hatten wir schon bezeichnet das Verhältnis von zwei relativen Änderungen zueinander. Hier würden wir jetzt die relative Änderung der Nachfragemenge wieder als Wirkung im Verhältnis sehen zur relativen Änderung des Einkommens. Diese relative Änderung der nachgefragten Menge, haben wir gesagt, ist die absolute Änderung dx durch die Ausgangssituation x und die relative Änderung des Einkommens. Für das Einkommen verwende ich mal das Budget, was wir jetzt bisher immer verwendet haben, zum Beispiel bei der Begründung des optimalen Konsumplans als Budget, was zur Verwendung von Konsum verfügbar ist. Das verwende ich jetzt hier einfach für Einkommen, um nicht noch eine neue Variable einzuführen. Für unsere Fälle reicht es auch. Und das wäre dann die absolute Änderung des Budgets durch die Ausgangssituation. Das ist dann unsere relative oder prozentuale Änderung des Einkommens. Ja, wenn ich jetzt sage, das Einkommen steigt, dann wäre ja der Nenner positiv in diesem Ausdruck. Oder also steigendes Einkommen um 5%, um 10%, was Sie da wählen wollen, sinnvoll sind vielleicht kleinere Beträge, um wirklich die möglichst punktgenaue Betrachtung noch wenigstens annähernd zu erreichen. Und jedenfalls ist das Vorzeichen positiv und wenn jetzt die nachgefragte Menge steigt, dann wäre der Zähler auch positiv. Damit wäre unser Gesamtausdruck, unsere Einkommenselastizität der Nachfrage auch positiv. Solche Güter, die zu einer also bei denen wir beobachten, dass die nachgefragte Menge steigt, wenn das Einkommen steigt, hatten wir als superiore Güter bezeichnet. Also auch an der Einkommenselastizität der Nachfrage können wir festmachen, ob es sich um ein superiores Gut handelt. Wenn jetzt die nachgefragte Menge sinkt bei steigendem Einkommen, dann wäre der Zähler negativ, der Nenner positiv, der Gesamtausdruck damit negativ und der Gesamtausdruck unserer Einkommenselastizität würde als negativer Größe ein inferiores Gut kennzeichnen. Ja, wenn wir jetzt unsere Nachfragefunktion kennen, dann können wir den obigen Ausdruck auch umformen und die Einkommenselastizität als Punktelastizität darstellen. Voraussetzung ist aber jetzt die Kenntnis der Nachfragefunktion x von p, so hatten wir die bis jetzt immer betrachtet, ja, also die Nachfragefunktion vom Preis abhängig, aber jetzt müssten wir auch noch den Einfluss unseres Einkommens b auf die nachgefragte Menge kennen. Und ja, wenn wir diese Nachfragefunktion kennen in dieser Detailgenauigkeit, dann könnten wir den Ausdruck dx nach db bestimmen. Das wäre dann die partielle Ableitung del x nach del b. Und wir könnten auch in der Ausgangssituation b und x verwenden, um unsere Einkommenselastizität der Nachfrage als Punktelastizität auszurechnen. Nun sind da sehr hohe Anforderungen, vielleicht diese Nachfragefunktion in Abhängigkeit vom Preis und jetzt auch noch vom Einkommen zu kennen. Vielleicht ein bisschen praktisch anwendbarer ist jetzt die Berechnung als Bogenelastizität. Hier müssten wir nur zwei Situationen kennen. Sagen wir mal, von unserem Gut X kennen wir in der Situation 1 die nachgefragte Menge, in der wir ein Budget B1 zur Verfügung haben. In dieser Superskript 1 kennzeichnet jetzt die Situation. Und ich bräuchte dann noch eine zweite Situation, wo ich ein Einkommen B2 habe.
so ein anderes von B1 abweichendes Einkommen dann beobachte, dass die nachgefragte Menge x2 ist. Ja, wenn das so ist, wenn ich diese Größen kenne, dann könnte ich wieder annähernd zumindest über die Differenzen meine Einkommenselastizität ausrechnen. Ich würde x1 minus x2 ins Verhältnis setzen zu b1 minus b2 und die Ausgangssituation ist gekennzeichnet durch b1 und x1. Ja, also auch die Einkommenselastizität der Nachfrage kann genutzt werden, um festzustellen, wie ein Gut superior oder ob ein Gut superior oder inferior ist und auch wie stark der Einfluss der Einkommensänderung auf die Änderung der nachgefragten Menge ist.